Ist aber frech. Eigentlich muss man sich ja verabschieden, sonst provoziert man den Geist, oder nicht? Ja, die will sich ja nicht verabschieden. Vielleicht, wenn Warum? du ganz reingehst. Vergiss es, Vielleicht Alter. will sie sich persönlich von dir verabschieden. Ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Phasmophobia. Wir sind heute im Willow Street House, ein sehr schönes Haus. Was hat gelaggt? Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd? Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen? Lassen Sie einen Geist durchs Salz wandern. Der Geist heißt Donna Jones. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Oh, Alter, das hasse ich ja Okay, immer. ich mach Ziel Das ist Nummer ja 4. immer. Ich mach die vierte Quest. Was war das jetzt Und nochmal? du die anderen. Lassen Sie. Nee. Stromgenerator ist in der Garage. Und denk dran, wenn wir den Geist haben, egal was du tust, du darfst nicht die Strahlen kreuzen. Die was darf ich nicht kreuzen? Die Strahlen Was für Strahlen? von unseren Plasmakanonen. Zeichen, hier ist kalt. Blitz, Rudolf, 2,1. Was Comet, war hier gerade? Donner, 4, Rudolf, Blitz. Donner. Ja, 2,7. 6,7. Donner, gib mir ein Zeichen. Ich habe hier 13 Grad. Ich habe hier 6,3. Bei 2,7. mir ist die ganze Zeit warm hier. 3, hä? Ich habe 3,8. 4,8. Mach mal Außennummer an. 5,9. Immer noch 4,3. Ja, ich habe hier. 7,2. Ich habe 14 Grad. 4,3. Donner, gib mir ein Zeichen. 2,0. Blitz, Comet, Rudolf. Ho, ho, ho. Donner, wo bist Gib mir du? ein Die ist hier Zeichen. hinten, Handy vibriert. Donner, wo bist du? Hier. 7 Degrees. Da. Ja, wenn wir da das Zimmer nicht mit drauf haben oder was? Schick. Erstmal nach Orbs gucken. Licht können wir später machen. Die ist, wenn du ganz Gib mir durchgehst, eins. hinten rechts im Zimmer. Das Handy hat vibriert und ich habe da 7 Grad. Ich habe hier 3,6. Dann ist dein Thermometer vielleicht kaputt. Hast du die Quittung noch? Krieg ich nicht mal eine Antwort für. Ist aber frech. So. Haben wir Orbs? Nö. Schneeflocken haben wir, ne? Links. Keine Orbs, nicht ein. Gut, Zeit ist abgelaufen. Haben wir jetzt Orbs? Immer noch nicht. Okay. Ich zeig dir wo. Warte, warte. Minus eins, Im Namen des minus Herrn, zwei. verlasse dieses Haus. Hier ist sie drinne, sie ist Minustemperatur, du Arsch. Nein, sie hat gerade das ganze Haus verlassen. Ich habe sie vertrieben. Mit Glaube. Also Minustemperatur haben wir schon mal. Ja. Okay, minus, jo. Gefriertemperaturen.
So, den Dots-Projektor haben wir noch hingeschmissen. Ein Kreuz liegt. Okay. Nächsten Quatsch holen. Keine Tarotkarten. So. Geisterbox. Buch. Ich würde eigentlich. Hast du noch Platz? Kannst du noch was mitnehmen? Nein, habe ich nicht. Hast du das Thermometer noch mit? Und, nein. Gut. Wir haben Minustemperatur. Ja. Kann ja sein, dass du es wieder vergessen hast abzulegen. Ja, sagt sie nix. Außer ich hab recht. So. Den. Das. Und nächste. Erstmal den ganzen Kram wieder reinholen. Mir fehlt im Übrigen immer noch meine Bauchtasche. Das muss doch mal einer hier irgendwie weitergeben. Ah, noch ein Kreuz. Du hattest nur UV-Lampe. Ja. Okay. Siehst du was? Nein, du stehst mir irgendwie voll davor ein. Ich sehe auch nichts. Danke. Kein Problem. Ja, das Licht ist irgendwie doof. Meinst du vom Dots? Ja. Die Kamera ist vielleicht ein bisschen weit weg, ne? Ich sehe auch nichts. Auf ins Getümmel! Warte. Auf ins Getümmel! Jetzt schon aus der Buße. Einmal so 3 Meter vorgelaufen aus dem Van. Minute Schnappatmung. Oh, IMF. Muss mich beeilen. Verdammt! Der IMF-Sensor war an, aber ich war zu spät. Sie hat ins Buch gemalt. Ich soll denn da raufgucken? Blöde Bettkante. Das ist gut. Okay, Donner. Du hast also ins Buch gemalt. Dämon Revenant Shade. Dämon wäre Fingerabdrücke. Revenant. Warps. Haben wir nicht gehabt. Und der Shade. IMF. Also IMF, Fingerabdrücke oder Orbs. Liegt die UV-Lampe hier noch drin? Hast du die UV-Lampe hier drinne gelassen oder wieder mitgenommen? Dein Walkie-Talkie ist kaputt. Verbindungsprobleme. Ja, ist was runtergefallen. So geht das aber nicht, Donner. Kannst du mich hören? Hallo? Jatze? Ups. Ey, wieso passiert mir das heute? Ja, okay.
Hast du die UV-Lampe wieder mitgenommen? Ah, okay, ich warte hier. Der Geist hat ins Buch geschrieben. Die Möglichkeiten sind jetzt noch IMF, Fingerabdrücke oder Orbs. Ja, ich glaube auch, das sind dann eher Fingerabdrücke oder IMF. Können auch mal die Kamera umpacken. Wir können die ja auch in der Hand nehmen. Holla die Waldfee. Heureka. Hier keine Orbs. Habe ich? Ja, Fingerabdrücke. Ich weiß nicht, ob die mal an der Tür dran war. Sieht bis jetzt nicht so aus, ne? Ich habe mal Licht angemacht. Achso, die Box können wir ja eigentlich ausmachen. Außer es kann, wenn Fingerabdrücke sind und die Box käme noch, dann wäre es ein Mimik. An der Tür ist nichts, ne? Fußabdrücke, aber die zählen nicht. Tja, Fragen über Fragen. Hier, ich mache hier nochmal Licht an, dann klaue ich ein Buch. Hier, ich habe ihr Tagebuch. Donna. Donna Jones. Donner, gib mir ein Zeichen. Es muss der IMF sein. Donner, bist du hier? Kommet. Blitz. Wichsen. Genau, so hieß ja der andere. Lustig. Ja, eins ist heile und das andere sieht auch gut aus. Ich weiß nicht, ich bin schon so oft irgendwie dran gescheitert, obwohl es da lag. Ich traue dem auch nicht so, aber ich fühle mich schon sicherer damit. Donna! Wo bist du? Gib mir einen IMF-Ausschlag von 5. Nee, ich gehe davon aus, dass das IMF ist. Fingerabdrücke hätte man ja sehen müssen. Ja, Gefriertemperatur ist auch. Ja, wahrscheinlich der Shade wegen wegen dem IMF. Wir hatten einmal IMF, aber ich konnte nicht sehen, welchen. Wo leuchtet? Ach wow, die liegt auf dem Bett. Ja, okay, danke. Ja, die ganze Zeit schon. Ist echt kalt hier drin. Verdammt, jetzt hat sie was angefasst. Es muss der IMF sein. Was? Und was? Und was? Und was?
Sie hat die Tür angefasst, aber es kann nur der EMF sein. Es kann nur. Okay. Es geht einfach nicht anders. Du Umweltverschmutzer, ich habe dein Salzpaket gefunden. Hä? Hier. Nimm deinen Müll mit. Links, neben dir. Ja, was denn jetzt? Also, wie ist denn jetzt hier die Sachlage? Die Sachlage ist, du sollst den Müll einstecken. Die Sachlage, du musst noch das Kruzifix. Kruzifix. Mhm. Auch sehr ruhig, so diese Geister wie heute. Geht so, also ich hatte schon so meine Erfahrung. Ja, du bist die ganze Zeit drin. Oh, flackerndes Licht. Ja, ich, also diese Quest wollte ich jetzt alle nicht unbedingt machen. Ich würde gerne erstmal wissen, ob das wirklich der Geist ist, den ich denke, dass der das ist, weil es bleibt ja eigentlich nichts anderes als EMF. Würde ich jetzt behaupten. Ich kann ja nochmal nach Knochen gucken und nach verfluchten Gegenstand. Wo sind die Knochen hier? Wo sind die Gegenstände? Wenn mal jetzt deine Mutter dich entbunden hat, saß die auch zu dicht an der Wand, ne? Nee, aber deine. Die hat dich doch voll gegen die Wand gepresst. So. Haben wir hier einen Knochen? Ja, alles gefunden. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir alten Spürnasen, wir. Ich hab das Ouija-Brett und einen Knochen. Dann mach mal Ouija-Brett, ey. Nein, hab ich gefunden, meine ich. Womit? Kann ich, aber du machst das. Ich geh bei der Scheiße jedes Mal drauf. Okay. Echt jetzt, die will das machen? Ich habe beide Kameras angefangen. Ja, gut, ich dann bringe ich die Kamera vor die Tür. Vielleicht kriegen wir ein Bild. Eine behalte ich. Mit dem Fall der Fälle. Wir investigieren. Ach, leck mich doch. Wir machen was. Okay. Rausschmuggeln. Keiner gesehen. Dein Brett ist hier. Okay. Oh, das reicht. Nice. So, kannst voll durchstarten. Ich bin bereit. Ich habe 2 Kameras, insgesamt 5 Schuss. Und das Brett habe ich hier. Wenn ich sie sehe, mache ich sie fertig. Oder ich fotografiere deine Leiche. Einfach reden jetzt? Ja, so, wie alt bist du? Wo bist du? Hast du deine Tage? Brauchst du Hilfe? Donna, wo bist du? Frag mal, wie alt sie ist. Du, 83? Okay. Was soll ich noch fragen? Keine Ahnung. Frag sie, ob sie frische Wäsche braucht. Oh. Frag sie, ob sie Hilfe braucht. Nee. Brauchst du Hilfe? Wurdest du ermordet? Wurdest du ermordet? Wie bist du gestorben? Drowned? Drowned. Was heißt das? Ertrunken? Ertränkt?
Ertränkt. Ich habe Angst. Frag sie, ob es Spaß gemacht hat. Frag sie, ob sie nicht schwimmen kann. Ertrunken, ja. Sollen wir gehen? Goodbye. Wiedersehen. Die will sich nicht verabschieden, warum nicht? Goodbye. Tschüss. Die will nicht. Warte. Kannst du nicht schwimmen? Du Affe, Alter. Huch, kann ja sein. Goodbye. Hässlich. Donner, tschüss. Ist aber frech. Eigentlich muss man sich ja verabschieden, sonst provoziert man den Geist, oder nicht? Ja, die will sich ja nicht verabschieden. Warum? Vielleicht, wenn du ganz reingehst. Vergiss es, Alter. Vielleicht will sie sich persönlich von dir verabschieden. Nee. Jetzt habe ich Angst, Alter. Du solltest ihr die Hand geben. Nein! Nimm sie mal in den Arm und munter sie ein bisschen auf. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, wir können ihr Schwimmflügel kaufen. Ist schon zu spät. Naja, aber vielleicht muntert sie das auf. Oder auch nicht. Ja. Und jetzt? Erzähl ihr mal, dass du schon Freischwimmer hast. Weiß nicht. Ich will dich ja nicht mal verabschieden, ey. Ja, versuch's nochmal. Nee. Frag du doch. Hast so oft jetzt irgendwas Böses gesagt. Frag doch, ob sie sich zeigen kann. Frag ganz lieb, kannst du dich bitte zeigen? Nein. Nee, dann ich geh drauf. Dann macht die mich kalt. Kannst du bitte erscheinen? Huhuhuhu, das war knapp. Ja, du hässliche Saukuh. Hast du dir gedacht, du Mischstück? Ich hab's gewusst. Okay, du bist dran. Nee, nee. Doch, wir machen jetzt hier russisch Roulette. Nee. Komm schon. Die macht das. Warum macht die das denn jetzt nicht? Warum verabschiedet die sich nicht? Komm schon. Nein, lass es. Russisch Roulette oder du machst die Dusche aus? Mach du. Hä, welche Dusche? Lass die Dusche an. Willst du eine Kamera mitnehmen? Nein. Willst du ohne Kamera rein? Das ist doch Quatsch. Nein. Ich guck mal erstmal, wie viel Sanity ich noch hab. Ich komm mit. Oh. Nix kann man hier alone, ey. Lass mich nicht allein. Mensch, ich stehe noch richtig gut da. Du eigentlich auch. Also nicht so schlecht. Ach so, nur Personen, die alleine sind, ja. Ja, richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe manchmal hier was, aber. Dann. Ich sehe nichts. So, nee. Ach so, ich trag mal ein. Ich sag, ja, ich sag einfach IMF. Mir doch egal. Ist ein Shade. Das habe ich jetzt entschieden. Okay. Werde ich aus die Maus. Meinst du? Ja, ach, als ob der Kunde das hinterfragt. Der bezahlt den Kram, dass wir das herausgefunden haben, dann ist gut. Was ist mit Geisterbox? Nee, ja gut, kann auch. Nee, Geisterbox ist raus. Warum? Ja, weil wir keine Fingerabdrücke haben. Hätten wir Fingerabdrücke, dann hätte die Box noch sein können wegen dem Mimic. Aber der Dämon und Shade und was wir noch haben, die haben keine Geisterbox. Es waren noch Orbs, IMF5 oder... Na, Orb sieht man hier ja überhaupt nicht, ey. Na, oder Fingerabdrücke oder nicht, war doch offen. Revenant. Ja, der Dämon. Also genau, Fingerabdrücke, IMF oder Orbs. Und Orbs haben wir nicht, also haben wir IMF. Ja, wir haben jetzt kein Foto vom Geist, ist auch keine Quest. Wollen wir einmal abdüsen? Ja. Gut. Dann ziehen wir Leine. Die Kohlen reichen uns. Hm. Oh, war das ein Orb? Bestimmt falsch, ey. Da war noch ein Orb. Ein Shade. Oh, wer hat's gesagt? Du nicht.
Ich hab's gesagt. Nein, hast du nicht. Kauabanga, Level 101 Dalmatiner. Ich 38. Jahre alt bist du. Fick dich, ey, du nur, Penner. Nur vom Aussehen. Alter. Summer. Ja. Große Ärger, oder was? War tatsächlich irgendwie doch eine witzige Runde, fand ich. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Macht's gut, ciao.